Hermann Simmels Blicke im August. Meine Damen und Herren, wir sind bei F angekommen. F wie Fernrohr. Astronomie ohne Fernrohr, das ist ja gar nicht mehr zu denken, obwohl es natürlich auch schon vor der Erfindung des Fernrohres beachtliche astronomische Leistungen gegeben hat, wie wir wissen. Aber seit dem Jahre 1609 beruht alle Astronomie weitgehend auf der Anwendung des Fernrohrs. Und deshalb wollen wir uns heute doch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, wie so ein Fernrohr eigentlich funktioniert. Hier oben habe ich Ihnen einmal ein Linsenfernrohr skizziert. Man sieht hier vorne das sogenannte Objektiv, eine große Linse. Und wir sehen, was mit dem Licht passiert, das hier parallel aus dem Weltall ankommt. Es wird gebrochen und kommt hier in einem Brennpunkt zusammen. Das ist sozusagen das Bild des Sternes, was von dem Objektiv entworfen wird. Und mit einer Lupe, mit einer zweiten Linse, betrachten wir dann dieses Bild. Das ist im Grunde die Wirkungsweise eines Fernrohrs. Heute verwendet man natürlich wesentlich mehr als Linsenfernrohre die sogenannten Spiegelteleskope. Und da ist der Strahlengang etwas anders. Da haben wir hinten im Teleskop einen Spiegel, einen parabolisch geformten Spiegel. Die parallel ankommenden Lichtstrahlen werden reflektiert, würden hier irgendwo in einem Brennpunkt zusammenkommen. Das geht dann natürlich nicht, dann würde man ja sozusagen den Stern mit dem Kopf abdecken. Also steht hier ein schräger Spiegel und der ganze Strahlengang wird nach außen geführt. Und hier ist dann der Brennpunkt und den betrachten wir wieder mit einer Lupe. Ganz kleine Fernrohre waren das damals vor 300-400 Jahren. Die sind natürlich immer größer geworden mit der Entwicklung der Technik. Und heute sind sie bis an die Unvorstellbarkeit groß. Denn wir bauen jetzt gerade mit der europäischen Südsternwarte, zu der auch Deutschland dazugehört, ein Teleskop mit 42 Metern Spiegeldurchmesser, das in den chilenischen Wüstengebieten in der Atacama-Wüste im Norden von Chile aufgestellt werden soll. Davon habe ich Ihnen hier einmal ein Bild mitgebracht. Am Himmel, meine Damen und Herren, ist einiges los. Die Venus, die ja noch vor 2 Monaten gerade vor der Sonnenscheibe entlanggezogen ist, die hat sich jetzt von der Sonne entfernt und wir können sie ab 2 Uhr nachts schon als Morgenstern sehen. Also für Frühaufsteher wird die Venus jetzt hellstrahlender Morgenstern. Und der Jupiter, der geht sogar schon um Mitternacht auf und ist im Sternbild Stier zu finden. Ich hoffe, Sie haben viele schöne, klare Sommernächte, um sich diese Himmelsschauspiele anschauen zu können.